Willkommen zurück hier bei Ingames, wo sich Spiele wie zu Hause fühlen. Ich begrüße euch zurück hier bei The Legend of Zelda Majora's Mask. Wir haben uns im letzten Part die Zora-Schuppe an uns genommen. Und ja, damit können wir jetzt unter Wasser schwimmen und noch ganz andere tolle Sachen machen. Vor allen Dingen aber schwimmen und hier so schön immer wieder herauskommen aus dem Wasser. Na, oh, na, dagegen springen wollte ich nicht. Oh, da unten ist so ein schleimiges Viech, den gehe ich mal lieber aus dem Weg. Und wir hatten natürlich die Eule hier noch aktiviert, aber wir sind gar nicht mehr hier hingekommen. Ich höre das schleimige Viech auch. Maritimes Forschungslabor auf Forschung der Wasserqualität und maritimer Lebensform in der Schädelbucht. Das ist nett, dann gehen wir da mal rein. Oh, den Typen kennen wir auch noch von früher. Oh, endlich du gekommen bist. Gerade gewartet, ich habe auf dich. Wo sind die Eier? 7 an der Zahl es sind. Rasch ins Aquarium sie lege. Ja genau, wir müssen ja später, müssen wir die Eier, darum ging es ja auch, müssen wir wiederfinden. Und das ist ein ziemlich großer Fisch. Ich wette, diese Monstrum könnte einen kleinen Fisch mit einem Haps verschlingen. Ah, ich habe leider keinen Fisch, sonst würde ich dir einen Fisch geben. Ich müsste mal gucken, wo ich Fische herkriege. Der Typ ist ja Angler. Oder hätte ich den als Zora ansprechen müssen? Ich frag mich, ich gehe da nochmal zu ihm hin. Vielleicht erfahre ich als Zora dann ein bisschen mehr. Oh, schon bin ich wieder an Land. Ja, unter Wasser bin ich als Zora definitiv viel schneller. Aber auf Epona kann ich als Zora nicht reisen. Das weiß ich jetzt schon. Na, hast du was zu sagen? Na, wenn das nicht ein Zora ist. Wie geht's denn so? Ha, bist du hier, weil du keine Fische mehr fangen kannst? Die Dinge stehen gar nicht gut. Ich bin selber schon ein paar Mal mit leeren Händen wieder heimgekehrt. Eigentlich habe ich sogar gehofft, du wärst gekommen, um mit mir zu teilen. Es tut mir leid, aber ich habe nichts, was ich mit dir teilen könnte. Ja, dann werden wir uns erstmal wieder weiter in die Schädelbucht begeben, denn man kann hier ja auch nochmal lang. Hier wurde ja auch das Reich der Zoras angepriesen. Und oh, haust du wohl ab? So, ganz ehrlich. Hier sind wir sozusagen und es geht hier noch weiter. Komischerweise kann man aber nicht von außen sozusagen daran. Ach, das ist schon wieder dieses schleimige Vieh. Nee, mit dir will ich mich gar nicht erst abgeben. Da drüben stehen Zora. Das können wir ja direkt mal mit denen sprechen. Wow. Hörst du mal auf? Danke. Hey, du bist doch Mikao. Hast du eine leere Flasche von den Bibern bekommen, die oberhalb des Wasserfalls leben? Diese Kerle sind sehr schnell. Sie zu besiegen ist nicht einfach. Ich weiß, aber ich komme da noch nicht hin zu denen. Hey, Mikao, würdest du nicht gern mal wieder deinen Spezialangriff ausprobieren? Du kannst nicht immer nur Gitarre spielen. Hin und wieder musst du auch etwas für deinen Körper tun. Ach so, das Schild, das zeigt uns sozusagen das mit dem Spezialangriff. Zora-Spiel, wer es wagt, Krüge zu zerstören, wird streng bestraft. Wieso bestraft? Zack. Was ist los? Du hast wohl ein bisschen zu viel Zeit mit deiner Gitarre verbracht. Früher hast du es immer geschafft, alle Krüge beim ersten Versuch zu zerbrechen. Du warst viel zu steif, wie jemand, der das noch nie gemacht hat. Verzeih, aber ich muss für die zerbrochene Krüge 10 Rubine einfordern. Schaffst du es, alle auf einmal zu zerbrechen, gebe ich dir etwas Besonderes. Versuch es ruhig einmal wieder. Ja, daran habe ich nicht gedacht. Also man muss sich hier extrem mittig positionieren. Moment. Und jetzt hoffe ich, gelingt mir das Ganze. Oh, nein, gelingt es mir nicht. Ja, ich weiß. Ich habe gleich keine 10 Rubine mehr. Das ist viel eher mein Problem. Nee, ich stehe nicht ganz mittig. Da muss ich das wieder sein lassen. So, jetzt einmal mittig hinstellen und hoffentlich klappt das Ganze. Nein! Ich stand zu dicht dann ran. Ja, ich weiß. Kostet 10 Rubine. Ich habe Zeit. Vor allen Dingen habe ich Geld. Aber auch nicht mehr so viel. Denn. Genau. Fast noch ein Stückchen zurück.
weiß. Dann gehe ich mal von hier hinter. Komm. Das muss doch ein super Angriff werden. Uiuiui, ich habe die beiden da hinten nicht erwischt. Was ist los? Du hast wohl ein bisschen... Ich habe gleich keine 10 Rubine mehr. Da muss ich noch ein Stückchen nach hinten gehen. Ich würde sagen, hier. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Komm. Nein. Die beiden in der Mitte sind immer noch das Problem. Also noch ein Stückchen zurück. So, ich hoffe, das reicht jetzt. Also noch weiter und ich treffe den Krug hier in der Mitte nicht mal mehr. Komm. Nein, jetzt bin ich zu weit weg. Ja, zieh mir doch einfach die 10 Rubine ab, dann ist doch alles gut. Ah, ich glaube, jetzt bin ich wieder ein Stückchen zu weit vorgegangen. Mal probieren. Ja, ein Stückchen zu weit vor. Ach, komm. Das muss ich auch bedenken. Bevor ich die Sichel hier mache, tritt der ja noch immer einen Schritt nach vorne. Komm jetzt. Na Mann, wieso kriege ich die zwei da hinten denn nicht? Ah, ich wollte nicht. Jetzt habe ich... So, jetzt will ich sehen, was passiert, wenn du mir 10 Rubine abziehen willst, die ich gar nicht habe. Na, das bin ich zu nah. So, jetzt, das müsste doch mal... funktionieren. Komm. Jawohl. Und das mit dem letzten. Schade. Hervorragend, Mikao. Du hast so ein Grinsen in deinem Gesicht. Du hast... da hast du die 100 Rubine. Unter Abzug von 10 Ersatz für die Krüge. Ah, okay. Ich kann mir also Rubine verdienen. Kostenlos. Ich dachte, ich hätte irgendwie... Ich habe ein bisschen innerlich mit mehr gerechnet. Ach, das ist noch nicht mal Wasser, wo ich abtauchen kann. Das ist fies. Doch, hier kann ich leicht abtauchen. Oh, und wie ich abtauchen kann. Dann schwimme ich mal hier so weiter. Ach so, was man auch noch hat unter Wasser. Das wollte ich ja auch noch zeigen. Also, man hat so eine Art Schutzschild. Den kann man aber nur machen, wenn man genug Magie hat. Also, es geht auch nur unter Wasser. Womit man sich sozusagen so schützt. Am Land. Ach, ich kann mich nicht hochziehen, habe ich jetzt auch gemerkt. Ich kann mich nicht hochziehen, habe ich jetzt auch gemerkt. Danke. Oh, hier sind Fische. Moment. Dann sammle ich mir doch mal ein paar Fischchen ein. Ich verstehe schon. Nein, ich wollte die Fische haben. Hallo, Fischi. Kann ich die Fische nicht einsammeln? Früher konnte man Fische doch einsammeln. Doch, geht doch, ein Fisch. So, noch ein Fisch. Dann nehme ich mir nochmal leere. Oder fast leere. Ich muss euch erstmal freilassen, ihr Käfer. Nein, ich will nicht die Käfer, ich will die Fischchen haben. Käfer freilassen. Und Fische einsammeln. Wo ist noch ein Fisch? Da ist noch ein Fisch. Ah, ich will dich Fisch. Ach, komm schon. Aha, dann hier. Jawohl, noch ein Fisch. Dann haben wir jetzt 4 Fische. Werden wir auch gleich brauchen. Denn wir hatten ja in diesem Observatorium oder Forschungszentrum, was es da auch immer jetzt war, hatten wir ja... Ach, komm. Hatten wir ja die Fische, die wir füttern müssen. Das werden wir auch machen. Kristallfluss, Heimat der Biber. Vorsicht vor starker Strömung. Ja, interessiert mich nicht. Wir werden hier mal abtauchen. Das ist nämlich eine andere Funktion als dieses Schwimmen. Oh. Ja, ich sehe schon. Da ist nämlich dieses Schleimding wieder. Zack, erwischt. Weil das beinhaltet ein schönes Herzteil. Und ein paar Rubine auch noch. Tadada, damit haben wir noch ein Herz bekommen. Oh, ich dachte eigentlich, wir würden schon eine neue Reihe bekommen. Habe ich mich vom Leicht geirrt? Komm, wo ist der Piranha? Ich dachte, hier wäre noch so ein Piranha. Egal. Oh, da ist er. Komm her. Ha, erwischt. Also wie gesagt, der Schutzschild ist recht gut. Verbraucht halt nur ein bisschen Energie. Ja, kann man mit leben. Also Energienot hat man hier selten.
Dann können wir hier auch wieder weg. Normalerweise könnten wir uns jetzt sozusagen, müssten wir uns nach da oben begeben. Hier oben müssten irgendwo Biber sein. Kommen wir leider nur nicht hin. Also erstmal jetzt zurück zum Professor im Forschungszentrum. Da werden wir ihm seine Fische füttern. Na, da so hoch wollte ich eigentlich nicht. Und dann, ja, dann müssen wir mal eigentlich mal gucken, was wir danach machen. Obwohl, mir fällt noch ein, ich kenne noch einen Ort, wo noch ein Herzteil wäre. Das war ja kurz davor. Das nenne ich mal einen leichten Grafikfehler. So, zurück zur Schädelküste. Dann gehen wir jetzt mal hier wieder zurück zum Labor. Da unten ist noch ein Stein, aber ganz ehrlich, ich glaube, den kann man gar nicht wegmachen. Würde mich zumindest wundern. Ach, komm. Hoch mit dir. Und unter Wasser kann ich mich ja nicht zum Geron machen. Wäre ein bisschen verrückt. So, hier. Oh, rein. Ach, ich will rein. Danke. Hier, Fischis. Ich habe Fische für euch. Einmal freilassen. Nein. Ja, so geht's auch. Wow, er ist größer geworden. Oh, wird er nochmal größer? Ja, die wachsen auf jeden Fall. Dann habe ich noch zwei Fische für euch. Hier, guck mal, noch einen leckeren Fisch für dich. Mein Gott, der platzt hier gleich. Nein, ich wollte... Ach, ich wollte das, den Fisch nochmal freilassen. Oh. Wir haben den so groß gemacht, dass er seinen Kollegen gefuttert hat. Aber er hat uns zumindest ein Herz herausgelegt. Danke dafür. Dann haben wir wieder ein Herzteil. So, ich habe deine Fische hier gefüttert. Bist du zufrieden? Spät dran sind sie. Was bloß machen diese Zoras? Hm, was ist los, Kleiner? Du hier bist, um sie zu sehen, die Zora-Baby schlüpfen. Ich auch, bin sehr aufgeregt, aber noch nicht eingetroffen sind die Eier. 1 bis 3 Tage es dauern, bis Zora schlüpfen aus ihren Eiern. Aber sie sterben können, wenn sie nicht liegen in diesem Aquarium. Und die Wassertemperatur gestiegen ist, der Grund dafür, dass seltsame Wetter sein muss. Zora-Eier sehr empfindlich sind gegenüber Temperaturschwankungen. Um schlüpfen zu können, der einzige Weg dieses Aquarium ist, welches ich vorbereitet habe vor einiger Zeit. Die Zoras ganz genau das wissen, trotzdem sie sehr spät sind. Obwohl etwas passiert ist in der Zora-Höhle, ich mich frage. Ja, das gilt es auf den Grund zu gehen. Auf jeden Fall haben wir jetzt noch ein Herzteil bekommen, das ist natürlich praktisch. Ich wollte nicht die Leiter hier runtergehen, das dauert mir zu lang. Schwimmen wir hier mal lang. Ich hoffe, Eponda steht da noch. Ansonsten darf ich sie erstmal rufen. Weil wir müssen ja einmal da vorbei. Da steht Eponda. Sehr schön. Oh. Haust du wohl ab? So. Doch. Hau ab. Aber die Dinger kommen sowieso immer und immer und immer wieder. Wir müssen noch einmal raus, Eponda. Ich will noch mein Herzteil holen. Da hinten hatten wir noch eins. Na, darf ich einmal hier lang? Danke. Ach, Eponda. Mit dir ist ja noch schlimmer als mit einem Autoscooter. Zum Glück brauchen wir dich denn demnächst nicht mehr, weil wir kommen ja auch ohne dich hier jetzt hin, dank der Sonate des... der Schwing oder irgendwie sowas. Das war das Lied der Schwing. Einmal stehen bleiben. Dann war hier ein Stein. Dafür brauche ich aber den Kronenmasker auch noch. Nicht die Muschel, sondern hier der Stein. Oh, das habe ich noch nie gesehen. Moment. Auf die Maske, die man schon trägt, nochmal die gleiche Maske. Das finde ich cool. Ob das ein Bug ist? Weil eigentlich zeigt er ja die Melodie an.
Ich wollte eigentlich... doch, ich habe ihn erwischt. So, erwischt. War hier nicht... ich vergaß. Dann brauche ich den Bogen auch nochmal. Ich habe keine... Ja, jetzt hoffe ich mal, dass ich mit dem hier genauso gut klarkomme, weil ich muss die Dinger ja dahin abschießen. Ah, da ist schon das Herzteil. Ja, wollte ich doch gar nicht. Ja, ich wollte nicht abtauchen. Erwischt. So, erwischt. Jetzt das Herzteil an uns nehmen. Oh, Dekostäbe nehme ich gerne noch an mich. Und das heißt, wir haben ein zweites Herzteil bekommen. Und ja, was können wir jetzt noch machen? Erstmal hier hochgehen wieder. Nein, ich wollte nicht ich wollte nicht die Flasche benutzen. Ich dachte, ich hätte die Ocarina noch. Nee, warte. Ah, genau so war das. Ich war mir nicht mehr sicher, ob unten rechts, links, rechts oben oder unten links oben. Und ja, hier sind wir schon in der Schädelküste. Wir müssen aber unbedingt jetzt Tingle mal finden, damit wir die Karte da freischalten. Danke. Da hinten sehen wir auch schon, dass da noch mehr gibt. Aber erstmal geht's jetzt hier nach da unten, weil wir können leider nicht von außen hier lang schwimmen. Wir müssen durch das Felsgestein da gehen. Fände ich schade, wenn sie es noch eingebaut hätten, dass man da von außen rum kann. Aber ich finde diesen Sprung immer stylisch, wenn er so aus dem Wasser springt. Was war hier nochmal? Ich glaube, hier konnte man den Felsen da hinten wegmachen. Ich weiß noch nicht, was da ist. Ah, Großlink springt auch so herrlich. Ich brauche nochmal die Goronenmaske. Wo ist er? Hier vorne. Also den wenigsten, den man irgendwie braucht, das ist der Deko. Den braucht man nur für den ersten... für den ersten Tempel und dann war es das irgendwie. Ah, haust du wohl ab. Danke. Hier sind nur Rubine drin, wette ich mit euch. Ein Krabbelmin, also das ist jetzt etwas, wo ich sagen muss, damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Brauchen wir die Krabbelmin für irgendetwas? Anders kann ich es mir ja nicht vorstellen. Aber für was soll ich die Krabbelmin denn brauchen? Oh, jetzt kommt dieses Viech hier. Egal. Da waren nochmal Fische drin, okay, aber brauchen wir ja nicht mehr Fische? Es sei denn, der Fischer will Fische, aber das weiß ich jetzt nicht. Da hinten ist eine Krähe, okay. Kommen wieder Zora werden erstmal, dann müssen wir auch schneller unterwegs. Da oben kommen wir jetzt so gar nicht hin, glaube ich. Denn wir müssten uns da rüberziehen. Können wir nicht, weil wir noch nicht das entsprechende Item haben. Dann begeben wir uns mal hier unter Wasser. Also, hörst du auf, mich zu nerven. So, erstmal betäuben. Hier unten befindet sich nämlich eine Höhle. Lass mich in Ruhe. Und hier ist auch ein Schild, dass wir sehen, was hier ist. Zur Höhle der Zoras. Es probt die Zoraband mit dem Tiefsee-Sound die Indigo-Skos. Und wir sind auch schon im Zora-Reich, was sich arg verändert hat, im Gegensatz zu Ocarina of Time. Definitiv. Höhle der Zoras. Und ja, ich denke mal, wir werden den Part hier an dieser Stelle schließen, sag ich schon, beenden. Wir sind zwar jetzt nicht großartig weit gekommen, aber wir haben immerhin 1, 2, 3 Herzteile bekommen, oder? Ja, eins im im Forschungslabor, eins vor den Zora-Quellen an sich und eins da unten hat dieses schleimige Viech aufgehalten. Also haben wir 3 Herzteile bekommen und wir sind jetzt bei den Zoras eingetroffen, wo wir endlich mehr über diese Eier wohl erfahren werden. Und wir müssen Mikaos Wunsch ja noch erfüllen und der, ich glaube, war es eine Prinzessin? Prinzessin? Oder Sängerin auf jeden Fall. Müssen wir auf jeden Fall helfen. Und ja, das werden wir alles versuchen im nächsten Part zu machen. Ich hoffe, dieser Part hat euch soweit gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Part wieder ein, wenn es heißt, wir spielen The Legend of Zelda Majora's Mask. Danke fürs Einschalten und bis dahin.